quasi jetzt vor Ravens Haustür. Müssen aber jetzt nochmal zu Satoras zurück. Und ich bin mal gespannt, was die Wassermagier uns sagen können. Denn das wird jetzt nämlich gleich ziemlich lustig. Ich habe 1700 Gold, okay. Auch machen können. Noch mal ein bisschen den hey, Ramon. Ah, oh, es gibt einen neuen, der hier vor mir steht. Carlos. Hey, du. Hey, bist du der Neue, der Franco umgehauen hat? Ja, warum? Weil ich jetzt einen Job übernehmen muss. Hast du ganz toll gemacht. Vielen Dank. Und wie ist es so, Anführer der Jäger zu sein? Lass mich bloß in Ruhe. Was ist denn ich denn jetzt auch umlege? ja, dann gehe ich jetzt, Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Hier muss sein. Müsste richtig gehen, ne? So, noch mehr. Nur zwei Bäume war gut. Nochmal auf die Karte gucken. Raus. Müsste hier gleich irgendwo sein. Ich sehe es, glaube ich. Ja, das haben wir nämlich aktiviert. Damit haben wir 3. Noch 2. Wo ist der hier für verantwortlich ist? Hey, du! Du? Nö. Was ist das? Hey! Meine mal verantwortlich. Ich hoffe den Deppen. Hey, du. Bonus. Oh Leute. Hey. Hey, du! Gott, ich bin hier vorbeigelaufen. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich! Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Okay, Zentral. Canyon. Den Huan müssen wir noch finden. Huan, wie er heißt. Nicht Huan. Ich weiß nicht, was ausgesprochen. Wird ja, glaube ich, mit J geschrieben, ne?
Anstatt mit H. Das ist ziemlich traurig, wenn der mit H geschrieben wird. So. Jetzt können wir das hier im Banditenlager noch aktivieren. Mit Huno noch sprechen. Hey, du! Das gibt ja nur noch mehr. Warte mal, das, die Wassermagier hat es nicht gestört, als ich da in Gardisten musste ankam. Mal noch mal einen Links. Bin ich jetzt blind? Muss da irgendwo den Sockel dafür geben. Ach, da. Oh. Wenn ich mit Satoras reden, machen wir das erstmal. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Noch einer. Hey, du! Ach, sagt er nichts so, okay. Dann gehe ich jetzt mal zu Satoras. Und da kann ich ja handeln. Immer gerne gucken, ob hier jemand, ja, noch was. Lass uns haben. Wenn er einen Eisblock hat. Ja gut. Aber er hat hier noch und das war teuer. Aber lohnt sich. Ja. Ah, da ist er doch, der Satoras. Hey! Ich habe Lances Leiche gefunden. Möge seine Seele in Adanos Reich eingehen. Pass auf dich auf, mein Sohn. Noch so einen Verlust dieser Art will ich nicht beklagen müssen. Ich habe hier Lances Aquamarinring. Am besten du gibst ihn mir, damit er nicht in falsche Hände gerät. Ich will einen höheren Kreis der Magie lernen. Es ist noch zu früh für dich. Komme spät. Wegen Raven. Er hat eine Goldmine und lässt die Gefangenen darin nach Gold schürfen. Das sieht ihm ähnlich. Du musst die Gefangenen da rausholen. Ja doch, ich arbeite dran. Ich bin bis zu Ravens Gemächern vorgedrungen. Und? Was ist mit Raven? Ich kam zu spät. Er ist vor meinen Augen im Adanos-Tempel verschwunden. Was? Das ist eine Katastrophe! Warum bist du ihm nicht gefolgt? Ich konnte Raven nicht folgen. Er hat das Eingangstor von innen versperrt. Ich muss nachdenken. Die Frage ist, wie ist Raven in den Tempel gelangt? Was hat er getan, bevor er das Portal durchschritten hat? Er hat eine Beschwörung auf das Tor ausgesprochen. Und davor? Er hat eine Grabkammer geöffnet. Ich weiß nur, dass er dort eine Art Ritual abgehalten haben muss. Ein Ritual? Ja, das ist es.
Ich befürchte, Raven hat sich die Macht der Totenwächter zu eigen gemacht. Er hat seine Kenntnis über den Tempel von einem Geist erlangt. Du musst zu Myxia gehen und ihm davon berichten. Okay. Wegen der Reliquie. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Die Banditen benutzen diese Steintafeln als eine Art Zahlungsmittel. Die Tafeln tragen das Zeichen Quahodrons, eines großen Kriegers. Er ist der Feldherr, dessen Sohn Rademis die ganze Stadt in den Untergang getrieben hat. Tja, ich wette, die Banditen wissen nicht einmal, mit was sie da handeln. Dieses Ding hier lag in einem Gebäude nahe des großen Sumpfes. Das wird das Haus der Heiler gewesen sein. Wir wissen sehr wenig über sie. Sie scheinen die Ersten gewesen zu sein, die verschwanden. Sehr gut. Das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Wofür braucht ihr diese 5 Steintafeln? Die Aufzeichnungen, die wir hier in der Ruine finden können, sind unvollständig. Aber die Niederschriften der Erbauer sprechen von 5 Herrschern, die diese Stadt regierten. Jeder dieser Herrscher hatte eine dieser Tafeln als ein Symbol seiner Herrschaft. Ich denke, diese Tafeln sind der Schlüssel zu unseren Fragen. Wegen der Reliquie. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Na gut. Adanos möge dich schützen. Dann gehe ich jetzt mal zum Myxia. Das gibt mir ein Bild, aber wir müssen uns natürlich noch hier im Minental ordentlich umgucken und alles mitnehmen, was wir auch nur finden können. Wir haben jetzt 41 Lernpunkte, ja. Ich gehe davon aus, dass wir hier im Minental noch mindestens ein Level machen können, wenn nicht sogar 2. Das heißt, wir hätten dann 61 Lernpunkte. Wir müssen eventuell noch die Priestersprache lernen, das bedeutet 15 Lernpunkte. Ja, gut. Das wären dann 50, 45, 44, ja gut. Aber ein Lernpunkt heißt auch 45 Lernpunkte. Gut, Hey! Ich brauche das. Wo ist denn dieser Mix hier? Ach, ich nenne einfach Mixer, wo ist der? Das hier. Audion. Bist du der Mixer? Ja. Hey, du. Saturas schickt mich. Raven ist in den Tempel vorgedrungen und hat das Portal hinter sich versperrt. Saturas meinte, er hat seine Kenntnisse über den Tempel von einem Geist erlangt. Bei Adanos. Er muss den Hohepriester Kardimon beschworen haben, um ihn nach einem Weg in den Tempel zu fragen. Laut den Aufzeichnungen hatte er sein Grab in den Höhlen unter der Festung. Du wirst es ihm gleich tun müssen. Aber Kardimon kannst du nun nicht mehr befragen. Das Grab des Kriegerfürsten Quahodron soll im Westen des Tals liegen. Du wirst es finden müssen und Quahodron erwecken. In diesen Inschriften hier ist festgehalten, wie ein gläubiger Adanos einen Geist beschwören kann. Glaubst du, das klappt wirklich? Ich habe schon viel wirres Zeug gelesen. Zum Beispiel die Schriften von Iberion, dem Anführer der Bruderschaft des Schläfers. Aber dem Verfasser dieser Schriften glaube ich jedes Wort. Warum Quahodron? Warum nicht gleich den Hohepriester Kardimon? Raven hat mit seiner Beschwörung das Grab von Kardimon entweiht. Davon können wir ausgehen. Wir müssen uns einen anderen Geist suchen. Die Bruderschaft des Schläfers hat nicht nur Lügen verbreitet. Den Schläfer gab es wirklich. Es waren auch nicht ihre Lügen, die sie unglaubwürdig gemacht haben. Es waren ihre Worte an sich. Die waren mehr verworren als glaubhaft. Sie zeugten von dem übermäßigen Gebrauch des Sumpfkrauts, das sie rauchten.
Es ist die Ernsthaftigkeit und Besonnenheit in den Worten dieser Steintafel, die mich davon überzeugt, dass dieser Mann hier die Wahrheit schreibt. Ist das wirklich dein Ernst? Ich will nichts unversucht lassen. Wenn auch nur der Hauch einer Chance für uns besteht, einem der Erbauer zu begegnen, dann müssen wir das tun. Raven hat es ja auch geschafft. Angenommen, ich wollte diesen Geist beschwören. Was müsste ich tun? Finde Quahotrons Grab im Westen des Tals. Mit den Worten der Totenwächter, die ich dir hier aufgeschrieben habe, wird sein Geist herbeigerufen. Das wäre auch schon alles. Jetzt müsstest du nur noch das Grab finden. Viel Erfolg, mein Sohn. Na super. Wie war das nochmal mit dem Kriegerfürst Quahodron? Du sollst sein Grab finden und seinen Geist mit den Worten der Toten... Lehre mich die fremde Sprache. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. Aber ich kann sie dir gerne zeigen. In der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst, die die Geschichte und Magie der Erbauer erklären. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit, wenn man ihren Sinn versteht. Komm, lernen wir. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Okay. Lehre mich die fremde Sprache. Es gibt nichts mehr, was ich dir noch... Okay. Mal über Steintafeln haben. Nur noch lernen können. Jawohl. Sagen wir, wie viel Mana haben wir jetzt? Wir haben jetzt 80. Ich würde sagen, wir lernen jetzt noch, bis wir 90 Mana haben. 95 ungefähr. Ich muss jetzt noch... aber wo ist denn der fünfte Sockel? Weil ich verstehe jetzt nicht, wo ich der fünfte sein soll. Ich sehe nämlich nur 4 auf der Karte. Dann muss der fünfte wahrscheinlich in Ravens Tempel selbst, also im Adonis Tempel, gehe ich mal von aus. Weil, wo soll er sonst sein? Den Canyon haben wir. Mantikenlager. Zum Tal. Ja. Waren wir hier schon? Waren wir hinten im Tempel? Nein, waren wir nicht. Komm. Thank you.
Alter. Pass auf, nochmal und ich verpass dir eine. Ah, Schwamm Cursor, meine EP, du Penner. Arsch, ey. Dann. Was noch? Ah! Das läuft ja aus dem Ruder. Das läuft jetzt aus dem Ruder. Ich speichere mal. Den Ork habe ich ja gar nicht gesehen, ey. Oh, in dem Minecraft. Was ist das denn? Alter! Oh Gott! Die hab ich ja gar nicht gedacht, hier! Scheiße, ich muss hier weg! Oh Gott, ich muss hier weg! Ich muss hier sowas von weg! Okay, ich lade nochmal. Eine Harpy, die hab ich ja gar nicht gesehen. Okay. Ja gut. Ja, ich bin nicht mehr, der bewegt sich nicht mehr. Ne, ich muss die Gardistenrüstung jetzt mal anziehen. Thank you.
Um weiß ich auch noch nicht. Oh, ich speichere hier mal. Heißt das, ich sehe den Tempel einfach schon? Ja, anscheinend. Da geht es aber die Runde, da will ich wohl nicht runterfallen. Standbild. Wahrscheinlich fängt es gerade an zu regnen. Hm, ne. Wo sind meine Farben? Was schafft der eine Goblinskin mit dem Mal? Ja, mal alles klar. Dann müsst ihr wohl schaffen. Na gut. Ein Trank. Speichern. Ja, das kann ich auch noch nehmen. So.
Wo ist eigentlich mein... Ja. Komm, geh. So, wir haben es geschafft. Meine. Aber ich schätze mal, das wird nicht. Wir sind jetzt hier in dem Tempel. Das wird genau auf der rechten Seite sein. Ich mache jetzt hier erstmal einen Speicher. Armee dritte Tafel. Richtig, wir haben ja bis jetzt nur zwei gefunden, ne? Müssen wir da unten rechts sein? Wo ist die fünfte? Ist denn auch ein Ravens Tempel da oben? Ich jetzt mal schon, ne? Ja, wir der letzte Fokus müssen ja auch da sein. Gut, ja, dann können wir jetzt hier auch Feuer machen. Oder? Wir machen erstmal einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.